Der syrische Machthaber Bashar al-Assad hat sich in einem Interview zum mutmaßlichen Chemiewaffenangriff von Chan Shaykhun geäußert. Dabei lehnte er jegliche Verantwortung für den Gasangriff ab, bezeichnete ihn als zu 100% konstruiert. Seine Armee verfüge über keine Chemiewaffen mehr, so Assad. Der Westen und die USA seien Komplizen der Terroristen. Den USA wirft er vor, nur nach einem Angriffsvorwand gesucht zu haben. Nach der Giftgasattacke mit Dutzenden Toten hatten die USA eine syrische Luftwaffenbasis beschossen.